Sie werden zu Riesen und lassen massive Gebäude schrumpfen. Für ein spektakuläres Erinnerungsfoto scheinen diese Urlauber wirklich alles zu tun. Das perfekte Angeberfoto. Nichts als Illusion und kinderleicht nachzumachen, behauptet die Münchner Profifotografin Christina Blenk. Unser endlich Feierabendreporter OJ trifft sie in London und lässt sich auf ein Fotoexperiment der besonderen Art ein. Schräge Verrenkungen inklusive. Soll gut aussehen? Dann macht ihr bitte so ein Foto. Abwarten, wie auf dieser öden Parkbank ein Foto mit Wow-Effekt entsteht. Unglaublich. Oh, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das dabei herauskommt. Das verraten wir ganz zum Schluss. Aber beginnen wir am Morgen. OJ und Christina starten ihre Foto-Challenge im Londoner Hyde Park. Ihre Mission, das perfekte Angeberfoto. Ihr Instrument, ein einfaches Smartphone. Man muss eigentlich gar kein Profi sein, um richtig geile Bilder zu machen. Das kann mit ein paar kleinen Kniffen jeder. Die heutigen Handys sind teilweise so gut aufgebaut, dass man mit einem Handy super tolle Bilder machen kann, wie ein Profi. Auf dem Weg zum London Eye wird schnell klar, Erinnerungsfotos will hier jeder machen. Aber so richtig originell wirkt das alles nicht, bis auf Ausnahmen. Ich habe gerade gesehen, ihr macht gerade das Foto mit London Eye im Hintergrund, indem ihr sozusagen so tut, als ob ihr es festhält mit euren Armen. Kann ich das Foto mal kurz mir anschauen? Natürlich. Okay. Wo habt ihr denn diese Fotoidee herbekommen? Von Instagram. Das checken wir direkt mal und finden sogar noch weitere kreative Urlaubsbilder, die auf ganz ähnliche Weise entstanden sind. Der Trick hinter der perfekten Täuschung, richtige Perspektive und Abstand lassen Objekte schrumpfen oder wachsen. So, jetzt bin ich dran, jetzt will ich auch so ein Foto haben. Wichtig bei diesem Fototrick, absolute Präzision. Ja, genau, stopp. So, nach links, noch einen Schritt, bisschen. Ja, so ist perfekt, super. Denn bereits kleine Ungenauigkeiten zerstören die perfekte Illusion. Ach, das sieht echt cool aus. Ja. Oh, das perfekte Angeberfoto. Mittlerweile hat OJ zahlreiche Nachahmer. Schnell weiter, nächste Station Big Ben. Oh nö, nicht heute. Da sich Big Ben heute unter einem Baugerüst versteckt, ist das Kapitel Sehenswürdigkeiten vorerst abgehakt. Spektakuläre Fotos kriegt man aber auch in völlig unspektakulärer Kulisse hin. Auf die Idee kommt's an. Da kannst du bestimmt auch ein richtig geiles Bild drauf machen. Mit einer Bank? Ja, probier's mal aus. Und wieder begibt sich unser Reporter voll und ganz in die Hände der Fotoexpertin. Das wird auf gar keinen Fall gut aussehen. Das sieht doch jetzt schon blöd aus. Genau, Bauchmuskeln anspannen. Zeig, was du kannst. Aber jetzt musst du im Gesicht natürlich auch entspannt gucken. Schau mal nach oben, nicht zu mir. Wer ins Bild guckt, ist langweilig. Schau mal. Aber das sieht doch noch gar nicht gut aus. Na, dann pass mal auf, Freundchen. Ach, jetzt verstehe ich das so. Wow. Boah, wer hätte gedacht, dass man aus einer langweiligen Bank so ein schönes Foto herzaubern kann? Apropos langweilig, Profi Christina läuft nun zu Hochform auf. Uns fehlt noch das Finale. Und ich würde sagen, wir machen das finale Bild einfach hier. Da? Ja. Was willst du denn da für ein Foto machen? Lass dich überraschen. Hä? Das ist doch einfach nur eine Ausfahrt. Nee, eigentlich musst du dich nur hinlegen. Und dann zeige ich dir, was bei rauskommt. Das ist gerade ein Witz, oder? Oh nein, ist es nicht. Na los, OJ. Auf dem Boden, fertig, los. Ich fühle mich gerade voll bescheuert hierbei. Zugegeben, nach großem Finale sieht das hier noch nicht aus. Tada! Aus trister Tiefgarageneinfahrt wird mutiger Fassadenkletterer. Und das Beste, dieses Foto wird mit einem Gegenstand sogar noch spektakulärer. Das sieht echt perfekt aus. Schauen wir mal, was auf dem Foto bei rauskommt. Puh, OJ, ein Glück, dass du das Fahrrad so gerade noch festhalten konntest. Spaß beiseite. Dieses atemberaubende Motiv zeigt, fürs perfekte Angeberfoto braucht es überhaupt nicht viel. Ein Handy, Präzision und etwas Mut, mit verrückten Posen aus der Reihe zu tanzen.